Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, morgen endlich ein Stream. 19.30 Uhr geht das Ganze los, Freunde, dann zum neuen Event, was ja morgen kommen wird. Ich bin schon richtig gehypt. Mittlerweile wissen wir ja auch, was es für ein Event wird. Es wird das National Heroes Event. Ich kann euch jetzt mal hier das Bild einblenden, was EA gepostet hat. Ist, also ich sag euch so, wie es ist. Ich fand eigentlich National Heroes immer ein solides Event. Mal gucken, wie EA das aufbauen wird. Mal gucken, wie lange es vor allem dauern wird. Weil ich denke mal, von der Länge des Events können wir dann ja festmachen, wann das Toti kommt. Ich hatte dazu gestern ein Video hochgeladen. Falls ihr es verpasst habt, checkt es nochmal gerne ab. Genau. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe richtig Bock auf Donnerstag. Würde mich freuen, wenn ihr damit am Start seid. Und ja, Freunde, wie gesagt, neues Event kommt, National Heroes Event. Ich bin mal gespannt, was EA für Spieler ja reinpacken wird. Wir hatten ja immer so klassische National Heroes. Das war so ein klassischer National Heroes. Also letztes Mal gab es einen Davis, das weiß ich noch. Davis LV gab es. Boah, welchen gab es denn dann noch? Gibt es hier noch auf dem Markt? Ich weiß es, ich glaube, müsste noch geben, ne? Oder? Nee, gibt's nicht. Oder war das im letzten FIFA Mobile Teil? Jetzt bin ich, das war im letzten FIFA, das war 21, ne? 22 war das nicht. Nee, stimmt, hier ist ja Neuanfang, war zuerst, dann Team of the Year, Karneval, Conference, Schatzsuche, Sommerurlaub, Laternen, Anstoß. Nee, okay, das gab's also jetzt in FM22 noch nicht. Okay, ich freue mich trotzdem, Freunde. Ich freue mich trotzdem. Ich bin gespannt, was da für Spieler kommen werden. Ja, also mal gucken, ne? Wie viele Gäste die unter anderem haben werden. Ich habe 2 Skills, können wir gleich verbessern. Weil ich bräuchte halt nur noch einen Innenverteidiger, sage ich so, wie es ist. Sonst ist mein Team voll. Also da passt, da keine Ahnung, wie ich jetzt da noch. Also da gibt es keinen Spieler, den ich ersetzen würde. Genau, von daher bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir können jetzt hier nochmal schöne 2 Skibus upgraden. Einmal von Bergkamp, 5 Millionen. Wir machen heute auch das 108er Plusback vorne. Hatte ich ja gestern angedeutet im Video. So, Guardiola auf 19. Haben wir vielleicht 100? Ja, schade nicht. Ich habe halt alle auf 19. Ja, sollte nicht mal viel fehlen, oder? Ja, die sollte bald da sein. Genau, wir werden heute noch das 108er Plusback machen. Mal gucken, wie ich ziehe, Freunde. Weil wenn ich hier nochmal Messi ziehe, wäre natürlich richtig radikal, ne? Back-to-back Messi wäre halt wirklich geil, wäre Mbappé. Aber ja, die sind halt aktuell nicht mehr viel wert, deswegen würde ich sogar dann warten mit dem Verkaufen. Genau, weil so am teuersten ist halt wirklich nur noch ein Kilian und ein Messi. Und die gehen halt auch raus, ne? Der Rest geht halt nicht raus, hier zum Beispiel. Oh doch, die gehen alle raus, aber ich glaube, ich würde halt wirklich nochmal warten. Nach dem Event, vielleicht, dann steigen die wahrscheinlich wieder. Und dann werde ich den wahrscheinlich dann verkaufen. Also Messi wäre natürlich geil, ne? Messi wäre natürlich geil. Aber diese Variante wäre auch geil, ne? Boah, zweimal Messi, ja, aber ich glaube, das ist unmöglich. Zweimal Messi ist, das ist unmöglich. Cole ist auch nochmal krass gesunken. 70, ja, okay, ist krass. Ja, den einzigen Spieler, den ich ja noch gerne ja, hätte, wäre ein Desailly. Aber halt, wie gesagt, mal gucken, was das neue Event dann so für Verteidiger bringt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja einen geilen. Ich würde sagen, bevor wir reingehen, Freunde, gehen wir hier nochmal in die Programm-Token. Da habe ich nochmal 7 Packs, da öffnen wir jetzt nochmal ein paar Packs. Mal gucken, was wir ziehen. Vielleicht ziehen wir hier sogar den Walkout und die Gems, wäre eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja, Gems nehme ich immer sehr, sehr gerne mit. Aber ach, die Spieler nehme ich nicht gerne mit, sagen wir es mal so. Die Spieler nehme ich nicht gerne mit. Komm, jawohl, da ist der Walkout. Da ist er. Ah, oh, Saudi-Arabien, das ist jetzt... Das ist der Torwart. Das ist, hat er nicht sogar 100? Ne, 95, ja moin. Ah, oh, Mist, dann hätte ich gar nicht mal einen Spieler. Ach, ich hätte... Ach, ich voll Idiot. Hätte ich den jetzt in den Umtausch packen müssen, hätte ich jetzt einen Spieler nicht kaufen müssen. Egal. Egal. Komm, ihr gönnt nochmal die Gems. Gönnen wenigstens nochmal die Gems hier. Coins, nicht schön. Komm, bitte, wenigstens nochmal die Gems. Wenigstens nochmal die Gems. Nee, wieder nicht. Letztes Pack, komm schon, bitte. Gib mir die Gems, ich brauche die Gems. Oh, schon wieder dieses Spiel, ich brauche die alle nicht. Oh, dann ist, ja, ich wollte es schon sagen, ja, jetzt habe ich die Kacke wieder, ne. Dann machen wir mal das kurz. Kurz und knackig. So, zack, nochmal 1 Million rausgeschmissen. Ach,
Es ist einfach immer wieder schön, ne? Es ist halt einfach immer wieder schön. So kann ich noch hier irgendwo, ja, Bellingham. So. Und wieder eine Million. Ach, so schnell geht's, Freunde. So schnell geht's mit den Millionen. Und den hier weg. Und so. Zack. Jetzt habe ich wieder Ruhe, obwohl, na, egal, das Event so kriegt, endet sowieso bald. Und dann hoffentlich ist es bei dem neuen dann, dass man da nicht so viele unnötige Spieler bekommt. Jetzt will ich einfach mal kurz gucken. Genau, das sind alle, die ich gekauft habe. Ich hatte jetzt hier den hier. Geht der vielleicht raus? Nee. Okay, schade. Unnötig. Hätte ich halt wirklich verkaufen können. Vielleicht geht der ja raus. Dann, ja, okay, nee, kannst du vergessen. Kannst du halt wirklich. Gehen die eigentlich mittlerweile wieder raus? Nee, ne? Doch. Ah, egal. Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein in den Umtausch. 108 Tot-Umtausch. Ich muss sagen, der war jetzt für mich nicht allzu teuer. Ich hatte schon viele Spieler, aber vor allem die 100-Plus-Spieler waren halt schon radikal teuer. Allein Sow kostet über 3 Millionen und den musste ich 8-mal, glaube ich, kaufen. Ansonsten, der Rest ging eigentlich so vom Preis. Gut, die 95-Plus-Spieler waren auch noch ein bisschen teuer, aber wie gesagt, ich hatte halt schon gut vorgesorgt. Deswegen war das eigentlich ganz akzeptabel. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn ich jetzt. Oh, ich bin gespannt. Also, ich habe ja schon gesagt, Bro, wer hat wirklich Fernandes, Amrabat, Gakpo, Stones, Thiago Silva. Ja, den Rest würde ich so gerade so mitnehmen und halt Messi, Mbappé wäre natürlich überragend. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein, ich drücke drauf, let's go. Freischalten und Abfahrt. Abfahrt, wir gehen rein. Wir gehen rein ins zweite Tot-Spielerpack. Bin gespannt, was da jetzt für eine Flagge kommt. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was EA mir jetzt hier für eine Flagge reinpackt. Ne? Let's go. Ich drücke drauf. 3, 2, 1 und Abfahrt. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon. Wenigstens eine gute Flagge. Bitte, bitte. Nein, es ist Bruno. Es ist Bruno. Bruno. Bruno, es ist der Bruno. Ah. Bruch, Freunde, Bruch. Ah. Ah, so schön wäre es gewesen, ne? So schön wäre es auch gewesen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ne, macht eigentlich keinen Sinn, ne? Es wäre so schön gewesen, den Messi zu ziehen. Egal. Egal. Ich verkaufe ihn, wenn er halt, wenn das Event vorbei ist. Vielleicht steigt er dann noch ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall Minus gemacht. So viel steht fest. Ja, was hat denn der so für Stats? Sag mal, ja, Bruno, was hast du denn für Stats? Ja, an sich gehen die sogar für ein RM. Aber RM spielen halt, glaube ich, die wenigsten, ne? RM spielen halt wirklich die wenigsten. Ich könnte ihn hier in den. Kann man einen RM in den rechten Flügel einstellen? Vielleicht teste ich ihn mal aus. Ich will mal gucken, was das ist. Ah, ja, okay, er hat ein Skillboost weniger. Ja, vielleicht teste ich ihn mal aus und guck mal, wie er so spielt. Weil an sich sieht er ja wirklich nicht verkehrt. Also, ich werde ihn jetzt nicht, na, verstehe ich das nicht falsch, ich werde ihn jetzt nicht für Messi eintauschen, ganz nicht, aber ich werde ihn wahrscheinlich mal testen. Wenn ich schon mal einen Bruno habe, warum kann ich ihn dann nicht mal testen? Ich werde ja sowieso warten, bis ich ihn dann verkaufe. Ja, guck mal, hier Physis ist Bruno besser, aber der Rest ist natürlich Angra Messi. Der Rest ist natürlich Ankara Messi. Aber Freunde, ich finde das Team schon ziemlich geil. Ne? Mittlerweile kann ich auch besser spielen mit dem Team. Mich daran gewöhnt. Und ja, ich bin da wirklich gespannt, was das neue Event so für Spieler bereitstellen wird. Ich bin auf jeden Fall, ja, wie gesagt, sehr, sehr gehypt. Und dann, ja, sehen wir uns morgen im Stream wieder, Freunde. Macht's gut. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Vielen, vielen Dank für euren Support. Hat's ja schon gestern erwähnt mit den 4K, Freunde. Kuss geht ja wirklich raus. Ihr seid einfach nur geil. Wir machen weiter. Morgen im Stream mit Eskaliert. Macht's gut, Freunde. Bis morgen. Haut rein und ciao.